Dann darf ich erstmal Heike Hensel begrüßen von der Partei Die Linke, die heute hier bei uns bei unserer kleinen Veranstaltungsreihe zur Bundestagswahl 2021 eingeladen ist, um sich und die Position der Partei Die Linke hier darzustellen. Und aus Transparenzgründen möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, also ich selber bin auch Mitglied bei der Partei Die Linke und normalerweise sind wir per Du, aber da ich alle anderen Kandidaten hier in diesem Rahmen auch immer sieze, machen wir das jetzt hier auch, Frau Hensel. Also Oh. in dem Zusammenhang, genau, nochmal herzlich willkommen, Frau Hensel. Und ich würde gar nicht lange rumreden, sondern würde sagen, wir stellen uns ganz kurz vor als Tat. Und dann kommen wir auch gleich sozusagen zu Ihrer Selbstvorstellung, die Sie selber machen dürfen, und Ihrem kleinen Text, den Sie uns mitgebracht haben. Da bin ich schon ganz gespannt, was Sie sich da ausgedacht haben. Genau, also ich habe ja schon gesagt, ich bin Fabian Efferding, arbeite als hauptamtlicher Sozialberater beim Tübinger Arbeitslosentreff. Und hier mit in der Runde sind noch zwei andere Leute, Karl-Ulrich Scheidle vom Vorstand und Tanja Maat-Wehrmann, meine Kollegin. Und die dürfen auch ganz kurz vielleicht was zu sich sagen, bevor wir dann zu Frau Hensel weitergehen. Hallo in die Okay. Runde, ich bin Karl-Ulrich Scheidle, ich bin gegenwärtig Sprecher des Vorstands vom Tübinger Arbeitslosentreff und bedanke mich ganz herzlich beim Fabian Everding, dass er dieses Gesprächsformat konzipiert, organisiert hat und jetzt auch moderiert. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, dass wir aus erster Hand sozusagen Informationen aus Berufen im politischen Mund kriegen. Vielen Dank. Tanja, machst du weiter? Hallo. Ja, ich lasse kurz Frau Hinzel applaudieren, den Karl Ulrich. Hallo Frau Hinzel, hallo Karl Ulrich, hallo Fabian. Frau Hinzel, ich weiß nicht, ob Sie mich kennen, vielleicht ich bin alte Tübingerin, vielleicht von Vom irgendwelchen Sehen. Konzerten oder ja, vom Singen, glaube auch, ja. Und ich bin Sozialpädagogin, Therapeutin, seit 30 Jahren im Geschäft und habe unterschiedliche Orte gehabt, wo ich gearbeitet habe und bin seit Mai, 1. Mai bei TAT angestellt, auch als Hauptamtliche. Und meine Schwerpunkte sind auch Sozialberatung und soziale Projekte. Ich habe heute zum Beispiel heute Morgen mit 10 Menschen von den Tatgästen ein Frühstück organisiert und haben wir gemacht und getan, war toll. Sonne schien, die 3Gs wurden behalten, also Abstand, soweit alle mit Maske geimpft, getestet. Ja, und das ist richtig ganz arg toll. Und zusammen machen wir Spaß, auch die Sozialarbeit, die ich bei der Mittag hier gemacht habe, war auch sehr interessant. Ich sage, es ist auch sehr traurig, was man für die Zahlen hört und zuhört. Aber es ist okay, es ist ein Job, denke ich, und da wird mir auch Freude und Spaß. Ich freue mich, mit Ihnen zu kommunizieren. Vielen Dank. Okay, ich habe jetzt tatsächlich Entschuldigung, nur als. nur ein kurzer Zwischenruf. Ich habe jetzt die Frau Maat-Wehrmann schlecht verstanden. Lag das jetzt nur an meiner Technik oder war das bei euch genauso? Nee, das war bei mir genauso. Ich habe sie auch relativ schlecht verstanden. Ich Abgehakt. würde mal sagen, wir haben es im Kern trotzdem verstanden und hoffen, dass die Verbindung von Format Wehrmann für die Diskussion nachher dann vielleicht sich noch bessert. Das kann natürlich bei so einem Online-Format immer sein, dass dann die Technik irgendwie manches unverständlich macht. Wenn da irgendwas auftaucht, gerne auch aus dem Publikum sich einfach melden. Nicht, dass wir hier lange irgendwas erzählen, was keiner versteht. Aber ansonsten, außer meiner Kollegin, habe ich bis jetzt jeden gut verstanden. Karl-Ulrich, sagst du noch kurz was zu dir und dann machen wir weiter mit Frau Hensel. Doch. Ich war Ah, sorry, bereits fertig. Entschuldigung, ich war gerade irgendwie, bin so auch rausgerissen. Sorry. Okay, ja gut, perfekt. So ist die Aufmerksamkeitsspanne, wenn man sich nebenher um die Technik kümmert. Dann fangen wir tatsächlich mit Frau Hensel jetzt an. Vielleicht können Sie grob was zu sich sagen. Ganz kurzer Werdegang, was führt Sie zur Partei Die Linke und was ist aktuell Ihre Zielsetzung? Ja, also vielen Dank, Herr Everding, nochmal für die Einladung und auch ein Hallo in die Runde an alle. Und ja, also so lange will ich mich jetzt gar nicht vorstellen. Ich bin ja für die Linke seit 2005 im Bundestag hier im Wahlkreis Tübingen.
Meine Schwerpunkte sind eigentlich internationale Politik. Also ich bin jetzt seit etlichen Jahren im Auswärtigen Ausschuss. Davor war ich im Entwicklungsausschuss. Da ging es vor allem auch um globale Gerechtigkeitsfragen, gerechte Handelspolitik, Armutsbekämpfung und so weiter. Jetzt ist der Schwerpunkt vor allem auch die Friedenspolitik, die internationale Politik und was man da eigentlich machen kann, um zu mehr Frieden, weniger Krieg, weniger Rüstung und so weiter zu kommen. Und bevor ich in den Bundestag gekommen bin, habe ich mich in vielfältigen Initiativen engagiert, mache das zum Teil auch noch, aber Friedensbewegung mache ich durchgängig eigentlich. Auch viel in der Flüchtlingsbewegung jetzt bin ich aktiv. Und davor habe ich mich auch schon viel mit diesen globalen Fragen beschäftigt. Da war ich sehr aktiv bei ATTAC, sowohl hier vor Ort, aber auch im bundesweiten Koordinierungskreis. Da ging es ja auch um die damals vor allem die Finanzkrise, auch um eine gerechte Globalisierung. Immer verbunden übrigens von Anbeginn an auch schon das Thema, so wie wir globalisieren, so zerstören wir eigentlich auch unsere Lebensgrundlagen auf Dauer und so wie wir Handel treiben und wirtschaften. Und diese Fragen haben mich eigentlich immer umgetrieben und die haben mich dann auch zur Linken gebracht, insofern, dass sie die einzige Partei ist, die da bisher konsequent Kriegseinsätze ablehnt, der Bundeswehr, Auslandseinsätze, sich da auch konsequent gegen Rüstungsexporte und so weiter ausspricht und auch in meinen Augen weitestgehende Forderungen hat, was die sozialen Sicherungssysteme angeht. Und unter anderem eben haben wir von Anbeginn an ja schon, bevor die Linke überhaupt gegründet wurde, sie war sozusagen einer der Gründungsanlässe, uns ja gegen die Agenda 2010 ausgesprochen und die Hartz, da speziell die Hartz-IV-Gesetzgebung. Und man muss ja leider sagen, mit dem Plakat, mit dem wir damals eigentlich angetreten sind, Hartz IV ist Armut per Gesetz, haben wir leider Recht behalten. Und die Situation hat sich ja eigentlich eher verschlechtert. Und es braucht da dringend Veränderungen. Und insofern bin ich da bei der Linken aktiv, weil sie da auch die klare Änderung, Systemwechsel will, weg von dieser Agenda 2010, die doch sehr viel verheerende Wirkungen hatte, sowohl in den einzelnen Lebensbereichen der Menschen, die jetzt von sozialen Sicherungsleistungen abhängig sind, aber natürlich auch auf dem gesamten Arbeitsmarkt, die Gewerkschaften und so weiter. Ja, vielen Dank für diese kurze Selbsteinführung. Jetzt bin ich gespannt, was für einen Text Sie uns mitgebracht haben. Und dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die sozialen Kernpunkte kommen und dann direkt in die Diskussion auch übergehen. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf den Text. Ja, also eigentlich habe ich zwei Texte, beziehungsweise literarisch habe ich eigentlich nur was ganz Kurzes. Das werden die meisten kennen. Der Klassiker. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr vorlesen. Bertolt Brecht von 1934. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Interessant ist da vielleicht, dass er ja die Erkenntnis des armen Menschen beschreibt und vom armen Menschen ausgeht auf den Reichen. Dass nämlich die Veränderung ja auch bei demjenigen liegt und der oder die sich erheben müssen, die in dieser schlechten Situation sind. Und der zweite Text, da lese ich nur so ein paar, paraphrasiere ich mal ein paar Sätze, aber da sage ich mal nicht, von wem es ist. Gut, manche wissen es vielleicht auch, aber da lese ich mal ein paar Sätze vor, die ich auch ganz interessant finde. Ebenso wie das Gebot, du sollst nicht töten, eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein Nein zur Wirtschaft des Ausschlusses und der Ungleichheit der Einkommen sagen. Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert. Während ein Fallen der Börsenkurse um 2 Punkte
enorme Schlagzeilen macht. Das ist Ausschließung. Es ist nicht mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die Hunger leiden. Das ist soziale Ungleichheit. Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand gedrängt. Ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Und wir haben die Wegwerfkultur eingeführt, die sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung, der Unterdrückung, sondern um etwas Neues. Mit der Ausschließung, mit dem Ausschluss ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen. Denn durch sie befindet man sich nicht nur in der Unterschicht, am Rande oder gehört zu den Machtlosen, sondern man steht ganz draußen. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Moment, hier, da wollte ich noch was sagen. Die Finanzkrise, die wir machten, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht. Die Leugnung des Vorrangs des Menschen vor der Wirtschaft. Wir haben uns leider neue Götzen geschaffen. Damit möchte ich es vielleicht mal belassen. Wer hat eine Ahnung, wer es geschrieben hat? Oder wer könnte es geschrieben haben? Franziskus. Freiwillige vor, ja? Ich habe es nicht gehört. Papst Franziskus. Genau. Aus dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium. Schon 2013. Am bekanntesten geworden ist natürlich seine Aussage, diese Wirtschaft tötet. Ich finde es ganz interessant, weil ja vor allem die Parteien mit dem C am Anfang sich immer sehr gerne, und wir haben heute Abend ja auch eine Podiumsdiskussion dazu, zu christlichen Werten in Anführungszeichen, bekennen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und vielleicht mal die Frage gestellt wird, ja, wie haltet ihr es mit der Wirtschaft, wie haltet ihr es auch damit, wer eigentlich Vorrang hat, der Mensch, gehen wir vom Menschen als Mittelpunkt aus, der Politik oder der Wirtschaft, und je nach Kassenlage wird dann eben auch soziale Sicherung gemacht oder nicht, dann ist eben sehr schnell vorbei mit irgendwie christlichen Grundwerten. Und da wollte ich einfach nochmal daran erinnern, dass es auch andere Sichtweisen gibt. Sicher ist dieser Papst jetzt auch nicht heilig und unfehlbar, das wissen wir ja spätestens seit Hans Küng. Aber er hat an den Punkten, finde ich, und das geht noch weiter, also der ist sehr erstaunlich, der Text, wie er ja beschreibt, die Unterwerfung unter das goldene Kalb des Geldes und so weiter. Also das beschreibt er in sehr drastischen Worten. Und ich finde, das ist heute eigentlich wieder aktueller denn je. Wir hatten das ja um die Finanzkrise herum. Mittlerweile haben wir den Höchststand an sozialer Ungleichheit. Wir haben erlebt in der Pandemie, die ja immer noch anhält, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir genau wegkommen von diesem enormen Reichtum und enormer Armut, die ja noch verschärft wird, und einem sehr armen Staat teilweise und schlechten sozialen Sicherungssystemen. Das haben wir ja jetzt alles sehr, sehr schmerzhaft auch erfahren müssen, dass Gesundheitssysteme, die nicht ausgestattet sind, die auf Privatisierung setzen, dass sie eigentlich gar nicht gewappnet sind für diese globalen Herausforderungen oder auch die Herausforderung einer Pandemie. Und dass wir die öffentliche Daseinsvorsorge viel mehr stärken müssen, um Menschen auch auffangen zu können. Das haben wir auch gesehen bei all denen, die Solo-Selbstständigen, all diejenigen, die von ein bisschen was bisher gelebt haben, noch nicht in einem sozialen Transfersystem waren, dass sie gar keine Rücklagen haben und eigentlich von jetzt auf nachher auch mit nichts in den Händen dastanden und darauf angewiesen waren, Unterstützung zu bekommen. Und dass ich entscheidend finde, dass wir da aus diesen Erfahrungen der Corona-Pandemie und auch jetzt aus den jüngsten Erfahrungen eigentlich einer brutalen Rückschlagens der Natur
durch die enorme Katastrophe der Unwetter der letzten Tage und Wochen uns eigentlich die Grenzen auch aufgezeigt werden, wo wir anfangen müssen, anders zu handeln und alles zu überprüfen. Dieses Wirtschaftssystem, deshalb habe ich die Texte auch ausgewählt, und natürlich auch, wie ist unser Staat aufgebaut? Hat er gute soziale Sicherungssysteme, die die Menschen auffangen und die den Anspruch haben, dass auch niemand in Armut leben muss? Oder wollen wir so weitermachen, dass sich die Gesellschaft immer weiter spaltet zwischen Arm und Reich und diejenigen dann völlig ausgeschlossen sind? Und das, finde ich, kommt in dem Text auch sehr gut zum Tragen. Es geht ja nicht nur formal um einen bestimmten Geldbetrag. Es geht um die Politik des Ausschlusses, dass ein Teil der Gesellschaft immer mehr ausgeschlossen ist von ganz normalen Dingen, die andere machen, ob sie mal Kaffee trinken, Eis essen gehen überhaupt mal oder Kultur wahrnehmen wollen, ins Kino und so weiter. Dass für einen Teil der Gesellschaft, die jetzt gezwungen sind, von Hartz IV zu leben, all das absoluter Luxus ist. Und man sich daran irgendwie auch gewöhnt hat, weil sich die wenigsten auch, sagen wir mal, noch daran erinnern, wie es eigentlich vor den Hartz IV, vor der Hartz IV-Gesetzgebung eigentlich auch mal war, auch mit einer anderen, sagen wir mal, Angebot, was Erwerbslosenunterstützung angeht, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und so weiter. Also wir hatten zumindest ein System, das nicht diesen Schrecken verbreitet hat und nicht vieles hat erodieren lassen, so wie wir es jetzt in den letzten 15, 16 Jahren seit der Hartz IV-Gesetzgebung erlebt haben. Und ich finde, jetzt ist es höchste Zeit, da den Finger in die Wunde zu legen. Es gab ja Anfang letzten Jahres, als wir alle von dieser Pandemie da den ersten Schock hatten, gab es doch sehr viele Stimmen, die sagten, oh, ich glaube, wir können uns es nicht leisten, einfach weiterzumachen mit Krankenhäusern schließen, privatisieren und so weiter. Wir müssen viel mehr das Öffentliche stärken, aber die Zeit vergeht und man ist schnell schon wieder über viel Erkenntnis hinweg, was da an Stimmen da war. Und jetzt versucht man eigentlich schon eher wieder in die Richtung zu gehen von Seiten der Regierung und Lobbygruppen zu sagen, naja, wer soll denn jetzt all das finanzieren der Corona-Pandemie? Da müssen wir ja doch vielleicht auch das Rentenalter hochsetzen und Lohnverzicht ist jetzt angesagt und so weiter. Und da finde ich, ist es entscheidend, dass alle, die sich um das Soziale bemühen, gemeinsam an einem Strang ziehen und hier eine Umkehr auch einfordern, genauso wie in der Umweltpolitik. Und das auch verbinden. Da gibt es viele Zusammenhänge. Und das ist so ein bisschen die Botschaft, die ich da rüberbringen möchte. Es ist Zeit für eine andere Politik, höchste Zeit. Und es ist in vielen Punkten eine Überlebensfrage geworden für alle. Okay, ja, vielen Dank erstmal für diese, damit sind wir quasi schon so ein bisschen bei diesen sozialpolitischen Kernpunkten beziehungsweise bei der groben Vorstellung von der Gesellschaft. Vielleicht kann man das noch ein bisschen praktischer erfahren, was da jetzt ganz konkret die Linke denn vorhat, weil sozusagen diese allgemeine Überzeugung, es muss sich ändern und wir müssen sozialer werden und so weiter, das ist ja in unterschiedlicher Weise wahrscheinlich bei jeder Partei irgendwie so ein bisschen das Programm. Die Frage ist ja immer, was heißt es denn dann in der Praxis? Das wäre interessant zu erfahren. Zunächst mal würde ich aber gerne in das überschaubare, aber doch vorhandene Publikum kurz schauen und fragen, ob es da Nachfragen oder Beiträge gibt, bevor ich mich da vorpresche. Also ich habe noch genug Gelegenheit, heute was zu sagen. Tanja streckt. Tanja, dann müsstest du dein Mikrofon wieder einschalten und dann kannst du gerne eine Frage stellen. Und es gibt auch eine Wortmeldung von, wobei jetzt ist Tanjas Mikrofon zwar an, aber ihr Bild ist weg. Ja, oder? Tanja, wir hören dich, wenn du jetzt sprichst. Das macht ja nichts, wenn ihr mich nicht seht. Genau, alles gut. Sprich, dann ist die Tonqualität vielleicht sogar besser ohne Video. Ich habe eine Frage. Ich habe mir vorher so ein bisschen aufgeschrieben, aus Ihrer Geschichte. Sie haben ja bestimmt einen Beruf, den Sie gelernt haben oder studiert. Dürfte ich das wissen? Interessiert mich. Ja,
Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Welternährung, Ernährung in Entwicklungsländern und war in dem Zusammenhang auch, sagen wir mal, auf Forschungsreise und habe da meine Abschlussarbeit zu Situation von Frauen in Indonesien gemacht, in den Armutsvierteln. Also ein klassisches entwicklungspolitisches Thema eigentlich und hatte ja den Schwerpunkt auch auf Entwicklungspolitik. Super. Okay, danke schön erstmal. Und dann habe ich gesehen, der Klaus hatte eine Wortmeldung im Chat. Das ist auch eine Möglichkeit, hier zu fragen. Übrigens, wenn jemand nicht mit Stimme hörbar sein möchte, kann man in den Chat oder bei YouTube auch die YouTube-Zuschauer, die wenigen, können auch dort über den Kommentarbereich sozusagen Fragen stellen. Okay, Klaus? Ja, hallo Heike. Ich habe eine Frage. Kannst du kurz skizzieren, was stellt sich aktuell die Linke vor als Alternative zu dem Hartz-System? Und B, es gibt ja eine in der Partei sehr umstrittene Frage diesbezüglich und und das Quorum ist ja meines Wissens erreicht. Die Diskussion wird kommen. Es wird ja wohl eine Mitgliederabstimmung irgendwann so im nächsten Jahr oder sowas geben über eine Form von Grundsicherung. Wie ist deine Position dazu? Ja, danke für die Fragen. Also dadurch habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mal ein bisschen vorzustellen, was wir vorschlagen. Also wir haben ja von Anfang an Hartz IV als dieses System abgelehnt. Wir haben dann zwar auch immer, um eben für die Betroffenen sozusagen von ALG II Beziehenden, haben wir immer auch gefordert, aber das Mindeste wäre, die Regelsätze dementsprechend auch einen bestimmten Bedarf anzupassen, zu erhöhen, weil sie ja auch immer sehr künstlich klein gerechnet werden. Aber wir wollen weg von diesem System und haben gesagt, wir brauchen eigentlich die Einführung einer armutsfesten, in Anführungszeichen, sanktionsfreien. Das ist uns ganz wichtig, dass wir diese gesamten Sanktionsregime ja bei ALG II auch ablehnen, Grundsicherung, die wir mittlerweile auf den Betrag von 1200 Euro erhöht haben. Also das ist die Grundforderung, dass jemand, erstmal, wenn man erwerbslos wird, eine längere Bezugdauer des Arbeitslosengeld 1, das wollen wir auf 3 Jahre erweitern. Und dann haben wir auch jetzt das Modell eines Arbeitslosengelds Plus sozusagen, das dann nochmal je nach Erwerbslänge auch sogar bis, also unendlich, ja, ohne Befristung gezahlt wird und ansonsten nochmal doppelt, nochmal so lange, wie eben auch das Arbeitslosengeld 1 gezahlt wird, um eben Menschen überhaupt davor zu schützen, dann in so ein Transfer oder so ein Grundsicherungssystem zu kommen. Aber danach greift bei uns eben dieses System der Grundsicherung. Soll dann eigentlich alles damit abgedeckt werden. Wir orientieren uns da an der europaweiten Definition der Armutsgrenze. Die liegt, glaube ich, derzeit bei 1117 Euro oder so, 1100 Euro. Also deshalb haben wir den Betrag 1200 Euro da gewählt. Und es soll aber auch noch, je nachdem, wenn Menschen jetzt in Städten sind, die sehr teuer sind, was Miete angeht, auch nochmal einen teuren Mietenzuschuss auch nochmal beinhalten. Für Tübingen würde das meines Erachtens absolut in Frage kommen, da wir ja auch eine der teuersten Städte sind. Aber das ist so unsere Grundidee und das Entscheidende ist, dass auch die Bezugsberechtigung da weiter, viel weiter ausgelegt ist als bisher. Also für uns hat sich zum Beispiel bewährt, so wie es ja auch während der Corona-Pandemie ausgelegt wurde, dass erst ab einem Schonvermögen ab 60.000 Euro oder ich glaube bei uns sind es jetzt so zwischen 60.000 und 70.000 Euro dann kein Anrecht mehr auf Grundsicherung besteht, aber dass wir ein deutlich größeres Schonvermögen haben, dass Menschen sich angespart haben und dass sie auch für andere Bedarfe und so weiter benötigen und bis dahin auch die Möglichkeit der Grundsicherung besteht und eben Sanktionen. Wir wollen weg von diesem Modell,
das eigentlich sehr stark, es hieß ja mal fördern und fordern, aber eigentlich war der Schwerpunkt mit Sanktionierungen, mit ständigen Überprüfungen und so weiter und Bewerbungsvorgaben und so wenig Weiterbildungsmöglichkeiten eigentlich sehr stark auf fordern, immer statt auf fördern. Und wir wollen eben dieses, die Grundherangehensweise eben auch anders dann ausgestalten, dass es ein Recht auf Weiterbildung gibt, viel mehr Möglichkeiten und dass wir natürlich mit so einer Grundsicherung auch ja, eine gewisse Sicherheit geben können, wo Menschen sich auch nicht drangsaliert fühlen und ständig in so einer Mühle drin. Was jetzt das bedingungslose Grundeinkommen angeht, darum geht es ja in der Diskussion, da ist die Linke bisher eigentlich mehrheitlich, was heißt bisher? Die Linke ist mehrheitlich gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt aber Gruppen, die das unterstützen. Ich sehe es auch kritisch, weil natürlich es sehr schnell zum Ersatz wird für, ein, sagen wir mal, die anderen sozialen Sicherungssysteme. Und ich es als Modell in die Richtung nicht tauglich finde. Also ich finde, dass wir mit dieser sanktionsfreien Grundsicherung all denjenigen eine Sicherheit bieten, eine soziale Sicherheit, die eben erwerbslos sind oder aus verschiedenen Möglichkeiten heraus nicht in der Form am Arbeitsmarkt teilnehmen können. Das betrifft ja auch Menschen mit Behinderungen, es betrifft Rentner, Rentnerinnen. Da wollen wir ja auch mit dieser sozusagen solidarischen Grundrente auch auf diesen Betrag kommen. Also letztendlich folgt es ein bisschen der Idee des Grundeinkommens, dass man nicht unter einen bestimmten Betrag fallen darf, nämlich den Betrag der armutsfesten Mindestbetrages. Und das muss natürlich dann auch an die Inflation und so weiter angepasst werden. Also da wollen wir auch eine jährliche Überprüfung dessen und auch einen richtigen Warenkorb und so weiter. Also all das, was im Moment auch ziemlich getrickst wird an Bedarfen, das wollen wir eigentlich da eher solidarisch umsetzen. Das ist so der, sagen wir mal, der Schwerpunkt. Dazu kommt natürlich, dass es ein individueller Anspruch ist. Das ist auch noch ganz wichtig. Also dieses Konstrukt der Bedarfsgemeinschaften, das lehnen wir auch ab. Es geht um einen individuellen Anspruch, der für jeden und jede gesichert sein muss. Gleichzeitig setzen wir uns ja dafür ein, dass zum Beispiel auch Ehegattensplitting beendet wird. Das heißt, im Steuersystem soll dann individuelle Versteuerung da sein und dementsprechend eben auch ein individueller Anspruch dessen auf die Grundsicherung. Und für Kinder wollen wir nochmal eine eigene Kindergrundsicherung. Da sind wir ja dran, das ist ja auch bei anderen Parteien, wird es zumindest diskutiert, um eben auch Kinderarmut vorzubeugen. Wir haben ja neue Zahlen bekommen, dass wir ungefähr 2,8 Millionen Kinder haben, die in Armut leben in Deutschland. Und das ist natürlich ein untragbarer Zustand. Ja, das sind vielleicht so die zentralen Punkte, wo wir weg wollen eben von dem jetzigen System. Es gab eine Rückfrage von Klaus. So, jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Was für mich ein Problem ist, aber ich weiß da auch keine Antwort. Antwort immer, man kommt an irgendeinem System natürlich nicht vorbei, bei dem dieses Hose runter und zeigen, was du hast, was sehr entwürdigend zurzeit vorgeschrieben wird, aber man kommt nicht dran vorbei. Ich sehe nicht ein, dass, was weiß ich, die BMW-Erbene auf Sozialamt gehen halt ohne jede Prüfung und sagen, ich will auch noch Geld von euch. Ne? Nicht? Also in irgendeiner Form kommt man nicht dran vorbei, aber das geht dann, glaube ich, bis in Bereiche von unmittelbaren Dienstanweisungen, wie sowas zu geschehen hat. Bis jetzt ist das natürlich eine entwürdigende Sache. Ne? Aber gut, die Nachfrage ist, es gab vor vielen Jahren, habe ich eine Bundestagsrede vom Gregor Gysi gehört und der machte einen sehr guten Vorschlag. Es ist ja so, dass im Moment es in der Gesetzgebung zwei ganz verschiedene, eigentlich die gleiche Sache, ganz unterschiedlich behandelt wird, nämlich wo liegt das Existenzminimum. Und dem Gysi fiel das auf, ist ja ein schlaues Kerle,
Und der sagte einfach, warum übernehmen wir nicht das, was schon im Gesetz steht als Armutsgrenze, nämlich die Pfändungsgrenze? Hat mich bis heute völlig überzeugt, dieses Argument, die Pfändungsgrenze ist deutlich höher noch als, wäre jetzt als diese 1200 meines Wissens. Ist sowieso für mich, dass die gleiche Sache so unterschiedlich behandelt wird, weil das ist jedes Mal die Definition, was ist Existenzminimum und nichts anderes. Warum ist einer dieser klugen Gedanken, die der Gregor so hat, verschwunden? Nur gut, ist, bist jetzt überfordert, weißt du auch nicht, kannst du nicht wissen. Ich bin gerade am Überlegen, weil wir haben, bei uns hat die Pfändungsgrenze, das ist ein wichtiger Hinweis, der spielt bei uns in den sozialen Sicherungssystemen schon eine Rolle, aber mir fällt im Moment nicht ein, wo wir uns eigentlich auch an der Pfändungsgrenze orientieren. Vielleicht weiß es die Maggie, die sich jetzt zugeschalten hat. Das stimmt, das ist ein wichtiger Hinweis. Die ist etwas höher als das Existenzminimum. Das stimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, das haben die Sozialpolitiker, Sozialpolitikerinnen eben in dieser Logik entwickelt. Und ja, macht auch einen gewissen Sinn. Man muss einfach auch mal wissen, im politischen Geschäft natürlich, ja, dass das ja eigentlich schon weitestgehende Forderungen sind und dass wir da ja schon immer, sagen wir mal, als völlig utopisch und was weiß ich, abgestempelt werden. Deshalb bin ich auch beim bedingungslosen Grundeinkommen etwas skeptisch, weil die FDP hat ja da so ein Bürgergeld und die Grünen haben ja auch ein Modell und so weiter, aber das liegt natürlich alles deutlich, deutlich unter jetzt auch unserem Grundsicherungsvorschlag. Und ich glaube, dass da die Leute ganz real, wenn das jetzt von der Linken wird es wahrscheinlich weniger umgesetzt. Ja, aber wir können versuchen, die Latte hochzulegen, was wir fordern, was möglich wäre, was wir auch ja durchgerechnet haben. So ist es ja nicht. Ja, wieder mit mehr Steuereinnahmen, die wir haben, dadurch, dass Menschen auch mehr Möglichkeiten des Konsums haben. Und dass wir insgesamt ja auch ein gerechteres Steuermodell wollen, andere Einnahmen generieren des Staates und so weiter. Aber dass wir dann nämlich vom Regen die Traufe kämen, weil dann doch viel wegfallen würde an sozialer Sicherung und gleichzeitig ein, sagen wir, recht bescheidenes Bürgerinnengeld ausgehändigt würde, wo die Menschen dann vielleicht ähnlich wie bei Hartz IV nur vom Regen in die Traufe kommen und vielleicht andere Absicherungen dann auch noch fehlen. Sobald mir das einfällt mit der Pfändungsgrenze, melde ich mich gleich nochmal. Wie das konkret entstanden ist, jetzt, da müsste man dann vielleicht Katja Kipping fragen, die es ja federführend entwickelt hat. Es sei denn, der Herr Everding weiß es. Weiß es tatsächlich jetzt auch nicht auswendig, aber ich wüsste, wo ich nachschauen würde, das dauert aber jetzt zu lang. Die Frage, die ich jetzt noch so hätte, also jetzt habe ich, jetzt wurde das ja aufgeworfen quasi mit dieser Abstimmung mit dem Grundeinkommen und so weiter, habe ich das jetzt verpasst oder haben Sie selber noch keine klare Position jetzt dazu bezogen? Doch, ich habe gesagt, ich bin gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Okay. Ah ja, okay. Mhm. Weil genau. Ich finde es richtig. Ich weiß, dass es sehr verlockend klingt in den Modellen und ich kann es auch für einen Teil, sagen wir mal, gut nachvollziehen, weil es klingt eben, sagen wir mal, am einfachsten. Aber ja, ich fände es schwierig, weil viele andere Leistungen dann ja gar nicht mehr da wären. Und auch letztendlich für viele dann ja auch Rente und so weiter alles geschwächt würde, meines Erachtens. Okay, den also Anspruch sagen die und gar kein Umverteilungsmechanismus da ist, ja. Und sondern bestehende Vermögensbesitzverhältnisse bleiben und man erhöht irgendwie steuerfinanziert dann zahlt so ein Grundeinkommen aus. Und für alle finde ich sowieso grenzwertig. Okay, also da gibt es ja, da gibt's,
Da gibt es ja, wie Sie auch selber gesagt haben, verschiedenste Konzepte sozusagen. Es ist ja immer nur die Frage, welches wäre es dann, aber sozusagen wahrscheinlich dann auch die Befürchtung, dass dann wahrscheinlich nicht das Progressivste durchkommt, sozusagen, wenn man das machen wollte. Genau, da gab es ja auch mal eine Veranstaltung mit den Gewerkschaften, wo auch die Gewerkschaften sehr dagegen argumentiert haben, weil sie eben auch sagen, dass das wird dann vielleicht so kombilohnmäßig. Man hat dann das Grundeinkommen und dann reicht es ja, wenn der Arbeitgeber einem noch ein bisschen was gibt. Ich glaube, das ist auch so ein Kritikpunkt, der da oft genannt wird. Dann würde ich tatsächlich sagen, Nina Lang verabschiedet sich. Ja. Tschüss. Danke für die Teilnahme. Und wir könnten dann jetzt noch zu weiteren Fragen kommen. Das war ja jetzt sozialpolitisch schon mal ganz interessant. Ein Thema, was mir noch, und ich sehe, Tanja meldet sich, genau, dann würde ich kurz zurückstellen und würde erstmal an Tanja das Wort geben. Tanja, du musst dein Mikrofon bitte einschalten. Wir hören dich noch nicht. Du musst dein Mikrofon einschalten, dann können wir dich hören. Und während Tanja ihr Mikrofon einschaltet, kann ich schon mal sagen, was mich noch grob interessieren würde, ist sozusagen, jetzt gerade ist es ja noch mal ganz lebendig geworden hier mit dieser Unwetterkatastrophe. Die Linke hat ja auch zum Thema Umweltpolitik sicherlich was zu sagen und Klima und so weiter. Ob wir da vielleicht auch noch kurz drauf eingehen können, weil das ist ja ein Thema, wo immer vor allem natürlich die Grünen als sozusagen die typische Partei, die dazu irgendwie Themen hat, gesehen werden. Aber wenn man das linke Programm anschaut, da steht ja auch ein bisschen was. Und ob man das kurz zusammenfassen kann, was da die Linke möchte. Aber jetzt hat Tanja ihr Mikrofon entstummt. Und ich würde diese Frage kurz zurückziehen und jetzt Tanja erstmal fragen lassen. Ja, und zwar, das ist nämlich gerade der Punkt, auf den ich auch kommen möchte. Klimawandel und Nachhaltigkeit. Ich habe zum Beispiel gestern mit Leuten, mit Frauen und Männern auf dem Dach von uns, auf der Dachterrasse, können Sie gerne mal kommen, Fabian auch, Karl-Ulrich auch, haben wir eine große Dachterrasse, haben wir Yoga gemacht, 1,5 Stunden, und danach habe ich mir so Tübingen angeguckt, deren Dinge, und da standen furchtbar viele Krane, und da habe ich zu meinen Mit-Yoga-Teilnehmern gesagt, das wäre schön, wenn anstatt der Krane Windräder stehen würden. Haben sie gemeint, die können doch nicht mitten in der Stadt stehen. Nicht, warum denn nicht? Die Krane können ja auch mitten in der Stadt stehen. Und dann haben wir den Berg angeguckt, den Spitzberg oben, hier gegenüber von deren Dingen. Ich lebe in deren Dingen im Mühlenviertel. Und dann dachte ich mir, wenigstens dort könnten doch 4, 5 Windräder stehen. Ja, und das ist eine Sache, wo ich auch mit der anderen Politik, ich weiß jetzt nicht, wie die Linken dazu stehen, aber das wäre doch eine Sache. Das wäre die eine Frage und auch dann zum Thema Nachhaltigkeit, auch derzeit die Situation. Und dann habe ich noch eine Frage, spezielle Frage für unsere Menschen, Beitat, Mittat, Vontat. Habe ich dann nachher noch eine Frage? Danke. Ja, soll ich direkt antworten, oder? Gibt es noch weitere Fragen? Ja, also vielleicht mal zu diesem Komplex. Ich weiß nicht, ob, sagen wir mal, mitten in Tübingen oder sehr nah im Wohngebiet ein Windrad wäre vielleicht doch schwierig. Es gibt ja schon bestimmte, also wir lehnen diese Abstandsgebot von 1000 Meter oder so, die es da derzeit gibt und die natürlich viel dann auch verunmöglichen. Das ist vielleicht überzogen, aber ich würde auch jetzt nicht unbedingt Windräder mitten ins Wohngebiet stellen. Es gibt ja unterschiedliche Formen der regenerativen Energien und da macht es eher Sinn, wenn die Stadtwerke, sagen wir mal, in einen Windpark außerhalb Tübingens auch investieren, meines Erachtens, außerhalb des Stadt- oder Teilorte und so weiter. Aber sagen wir mal, dass man verpflichtend beim Neubau Solaranlagen hat, Solarthermie und Photovoltaikanlagen. Und auch, sagen wir mal, gewisse denkmalgeschützte Sachen vielleicht auch aufheben könnte, dass zum Beispiel auch mal die Stiftskirche Solarzellen aufs Dach setzen kann, was ja schon lange die Idee ist. All das ist zu unterstützen. Vom Ansatz her wollen wir natürlich generell, dass viel mehr diese regenerative Energie, die ja, sagen wir mal, den Vorteil hat, dass sie dezentral zu organisieren ist,
über die Kommune eigentlich, dass sie sehr stark in kommunaler, wir sagen Energiewende in Bürgerinnenhand, Bürger und Bürgerinnenhand, also dass über Genossenschaften sich Menschen an Solar, also an regenerativen Energien beteiligen können, den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es da gibt, egal ob es jetzt Wasserkraft ist, Windenergie oder direkt auch die Sonnenenergie, wir haben Geothermie, Biomasse und so weiter. Die ganze Vielfalt dessen muss auf allen Ebenen gefördert werden, wenn wir wirklich sagen, wir wollen bis 2035, und das ist, sagen wir mal, das ehrgeizige Ziel der Linken, das wir jetzt auch so verankert haben im Wahlprogramm, weitgehend klimaneutral wirtschaften und leben, dann muss man überall klotzen. Also da macht die Linke Vorschläge, ob das damit ausschließlich erreichbar ist, weiß ich jetzt auch gar nicht, aber zumindest muss man, glaube ich, alles Mögliche, Menschenmögliche tun an öffentlichen Investitionen, an Verbesserungen der Strukturen auch, also weil wir ja viel zu lang eigentlich großen Konzernen die Energieversorgung überlassen haben, die dann auch immer blockiert haben, bis sich bei ihnen bestimmte Investitionen gerechnet haben. Und da braucht es einen deutlich größeren Schub. Und gleichzeitig müssen wir ganz klar aus der Kohle aussteigen. Da haben wir ja seit Jahren schon Kohleausstiegsgesetz immer wieder eingebracht, mit der Deadline 2030. Und jetzt kommt es, diese Forderung höre ich jetzt auch erstmalig von der CSU, vom Söder, der das jetzt auch ins Spiel gebracht hat. Bisher ist ja die Bundesregierung hatte ja die Zielmarke 2038. Aber je früher und schneller aus der Kohle raus, und es betrifft auch den Import übrigens von Steinkohle aus Lateinamerika wie Kolumbien, all das muss so schnell wie möglich gehen, und dafür schlagen wir auch vor, dass es dass Arbeitsplätze aber oder Menschen, die davon betroffen sind, über einen Transformationsfonds auch abgesichert werden. Also wir wollen natürlich nicht ausspielen gegeneinander Arbeitsplätze gegen den Klimaschutz. Das ist ein großes Problem. Viele Menschen, sei es in der Autoindustrie oder in der Bergbauindustrie, haben da natürlich große Ängste, zu Recht auch, wenn sie da nicht richtig abgesichert werden und Alternativen oder eine gute Unterstützung haben. Leute haben Kredite aufgenommen, die abgezahlt werden müssen und was weiß ich. Und da geht es dann sehr schnell an die Existenz. Und dafür braucht es dann sowohl finanzielle Unterstützung, Entschädigung oder eben auch einen anderen Arbeitsplatz mit Umschulung, Weiterbildung, also ein Transformationsfonds, wie wir das nennen. Und das ist eigentlich mit die größte Aufgabe der nächsten Regierung, einen sozial-ökologischen Umbau unserer Industrie. Wir sind ein hochentwickeltes Industrieland in den Jahren bis 2030, und das sind im Grunde, das sind nur noch 9 Jahre, es ist so gut wie nichts hinzubekommen. Und dazu müssen natürlich auch die Einnahmen massiv gesteigert werden. Also da sagen wir klar, wollen wir auch Steuern erhöhen für die Vermögenden und Reichen in diesem Land und die wirklich besser Verdienenden, um mehr Einnahmen auch des Staates zu haben, um in diesen sozial-ökologischen Umbau dann zu investieren. Aber daran führt nichts vorbei. Und das heißt für uns aber auch, dass neben dem Ausbau der regenerativen Energien sehr stark im Bereich des Verkehrs, der Mobilität auch investiert werden muss für den öffentlichen Nah- und auch Fernverkehr, der massiv ausgebaut werden muss, der auch subventioniert werden muss, gerade was die Deutsche Bahn angeht, sind die Preise einfach zu hoch und unattraktiv, für Familien oft nicht erschwinglich. Und da braucht es eine Subventionierung. Da gibt es unterschiedliche Ideen, ob man eine subventionierte Jahreskarte kaufen kann von einem Betrag, was weiß ich, 200, 300 Euro, und dann umsonst fahren kann. Die Abgeordneten können ja auch umsonst fahren mit einer Netzkarte. Oder dass man eben vor allem auch den öffentlichen Nahverkehr so schnell wie möglich kostenlos gestaltet, weil je mehr Angebote da sind, desto mehr können Menschen auch mit Kleingeldbeutel umsteigen. Sonst, wenn es nur über die Marktmechanismen laufen soll, naja, der Geld hat, die Geld hat, können sich noch Mobilität leisten und die anderen nicht mehr. Da gibt es keine Akzeptanz, und das verschärft ja nochmal die soziale Spaltung.
Und da sind wir dagegen. Deshalb wollen wir vor allem auch die großen Strukturen beim Klimaschutz mal in den Fokus nehmen. Es gibt ja Berechnungen, dass 100 Konzerne, die großen multinationalen Konzerne weltweit, für fast 70% des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. So wie sie produzieren, wie sie transportieren, wie sie dezentral aufgestellt sind, all das führt zu einem enormen CO2-Ausstoß und sehr vielen Gewinnen auf der einen Seite, aber auch sehr viel Klimazerstörung. Und da wollen wir vor allem ran. Das heißt, da wollen wir auch einen CO2-Preis haben für die Industrie und die großen Konzerne. Aber nicht jetzt als erstes anfangen für, bei denjenigen, die tanken und die, sagen wir mal, hier heizen müssen und so weiter, dass sich einfach nur alles verteuert für diejenigen, die sowieso nicht viel Geld haben. Okay, jetzt hat Kai-Ulrich sich gemeldet. Ja, Kai-Ulrich, sprich, muss dein Mikrofon erst stumm schneiden. Ah, ich will noch mal ein neues Thema anschneiden. Vielleicht Schalke Hensel als Fachpolitikerin im internationalen Kontext auch daheim. Lieferkettengesetz, Stichwort. Da hat jetzt die Linke nicht zugestimmt. Das war jetzt meine Frage. Was sind da die wesentlichen Gründe, warum dieses Gesetz abgelehnt wurde? Ja, also wir haben es nicht abgelehnt, sondern wie schon richtig festgestellt, wir haben uns enthalten. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben grundsätzlich den Ansatz unterstützt eines Lieferkettengesetzes, weil es ja erstmalig endlich weggeht von der Freiwilligkeit der Unternehmen, ja, die sich zu irgendwelchen Labels zusammenschließen oder irgendwelchen freiwilligen Übereinkünften, dass sie überprüfen in ihrer Lieferkette oder keine Kinderarbeit und so weiter. Aber letztendlich brauchen wir da Verbindlichkeiten und Haftungsmöglichkeiten, also den Anspruch auch auf Entschädigung und so weiter, Haftungsrechte. Und deswegen haben wir grundsätzlich begrüßt, dass ein Lieferkettengesetz diskutiert wurde und jetzt auch auf den Weg gebracht wurde, und haben uns aber deswegen enthalten, weil wir es halt erstens mal von der Größe, wir wollen eigentlich schon, dass ab mindestens 250 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dieses greift und nicht jetzt, wie glaube ich, ab 1000 oder also viel höhere Mitarbeiterinnenzahl, und wir wollen auch die gesamte Kette, Lieferkette, nicht nur eines Unternehmens sozusagen, des nächsten Unternehmens festgelegt haben, weil damit sind wir heutzutage konfrontiert, dass gerade die großen, wir sprechen ja von wirklich auch den großen Konzernen, um die es letztendlich dann auch geht, in der Textilindustrie zum Beispiel, die haben ja Subunternehmen dann. Und das ist ein riesengroßes Problem, und da wollen wir entlang der gesamten Kette, dass es Verantwortlichkeiten gibt dieses Unternehmens, und wir wollen auch, dass es zivilrechtlich einklagbar ist, dass da dann auch Strafen folgen und Entschädigungszahlungen und so weiter, und das ist alles bisher noch nicht abschließend, also sehr schwach ausgestaltet, sagen wir es mal so. Das ist verbesserungsfähig, das Luft nach oben. Wir haben aber begrüßt, dass es jetzt erstmalig ein Lieferkettengesetz gibt. Das ist schon mal wichtig. Wir setzen uns auch dafür ein, dass es zum Beispiel ein Verbandsklagerecht gibt, dass, weil einzelne Arbeiter, Arbeiterinnen haben ja eine viel geringere Kraft, als wenn es möglich ist, dass zum Beispiel eine Gewerkschaft im Namen dieser Näherinnen dann klagen kann, also auch zusammenstellt, Sammelklage und so weiter. Da braucht es eine bessere Handhabe, und genau deswegen haben wir gesagt, das ist im Moment noch recht zahnlos, aber wir unterstützen, dass es jetzt erstmalig die Bekenntnis gibt zur Verbindlichkeit, ja, und nicht so weg von der Freiwilligkeit, und haben uns deswegen enthalten. Das war der Grund, weil das Gesetz für uns ungenügend ist. Wir haben auch eigene Vorschläge, also eigene Gesetzesentwurf beziehungsweise Vorschläge eingebracht, was in dem Gesetz noch drinstehen müsste, und kämpfen natürlich darum, dass wir da noch mehr, dass wir da noch mehr reinbekommen. Okay, meine Kollegin Tanja möchte noch mal was sagen. Tanja, du bist hörbar. Ja. Und danach Klaus Reif. Ich bin hörbar, ja? Ja. Danke. Und zwar, ich habe eine ganz pragmatische Frage, so bin ich halt.
Und zwar, ich war heute, mache ich regelmäßig mit unseren Tatgästen, wir nennen sie Gäste, unsere Teilnehmer, unsere Interessenten, unsere Fans, habe ich heute ein Frühstück gemacht mit 10 Menschen. Wir saßen draußen, alle geimpft oder getestet oder genesen nach den 3G-Regeln. Und es war ganz toll, da kam sogar ein Herr, der schon lang bei Tat ist, mit Krücken, mit Bus und zu Fuß und hat sich erkämpft. Und es ist nur eine kurze Geschichte. Und hat nachher beim Aufräumen einer gemeint, ein Teilnehmer neuer, der eigentlich richtig gut etabliert, gutes Arbeitslosengeld hat, eine eigene Wohnung und gute Rente kriegen wird, hat nachher gemeint, Mensch, lassen die sich bedienen oder die machen ja gar nichts. Da habe ich ihm entgegnet, also hör mal, so kannst du das nicht sehen, weißt du, die können sich nicht leisten, mal essen zu gehen, einmal die Woche oder jeden zweiten Tag. Mir macht das Spaß, die Menschen zu bedienen, die wenig Geld haben, die auch mal in den Genuss kommen, bedient zu werden, in Anführungsstrichen, dass man eben das Rührei macht und dass man den Orangensaft auspresst, dass sie nichts machen brauchen. Und dann wurde heute gefragt, Tanja oder Frau Mart-Wehrmann, die sitzen mich ja auch die meisten, wurde ich gefragt, wann fahren wir in den Landtag? Und diese meine persönliche, konkrete Frage an Sie, Frau Hinzel, können wir mit Ihnen in den Landtag fahren? Im Herbst, ja. Also leider, mit in den Landtag kann man mit mir nicht fahren, weil wir sind ja nicht im Landtag. Aber da muss ich erst mal wieder gewählt werden. Sollte ich noch mal in den Bundestag kommen? Hoffe ich, dass wir zukünftig wieder die Bundestagsfahrten machen können. Dann ging es nicht nach Stuttgart, sondern wird es nach Berlin gehen. Da waren auch schon Leute vom TAT dabei, mehrfach. Und diese Bundestagsfahrten, die wurden leider seit Corona, 2020 Anfang, ausgesetzt. Ich hatte noch 4 oder 5 Fahrten, die ich hätte machen können. Sind alle leider, haben nicht stattgefunden. Wir hatten die alle voll schon, sind immer 50 Leute, die da hinfahren können, das 4 Tage. Also ich sage das hier jetzt ganz klar, sollte ich wieder in den Bundestag kommen und die Fahrten werden wieder möglich, dann wird die erste Fahrt hier vom TAT besetzt. Dann wird Berlin gestürmt. Unsicher gemacht, sagen wir es mal so. Ansonsten, Landtag, dann, die nächste Landtagswahl, vielleicht kommt die Linke ja nächstes Mal in den Landtag, dann kann man auch mit der Linken in den Landtag fahren. Wir haben aber tatsächlich von Herrn Leder-Abahl noch das Angebot, das setzt aber auch voraus, dass Corona irgendwann mal vorbei ist. Genau. Das wollte ich gerade sagen, da müsst ihr euch dann an die Landtagsabgeordneten hier Gliche Behnke und Leder-Abahl und so wenden. Die machen das sicher auch gern. Ansonsten war es nochmal eine Frage von Klaus. Ja, also zum ersten, Berlin ist natürlich noch toller, da gibt es auch mehr Schwaben als in Tübingen. Ne? Das zweite, ich wollte der Tanja eine Sache sagen, nämlich die Stadt hat beschlossen, das war vor 2 Monaten in den Gremien, ich habe es im Ortsbeirat haben wir es beraten, ich weiß tags drauf, was dann im Gemeinderat, und zwar die Stadt prüft gerade Standorte für Windräder, die will 10 Stück bauen innerhalb der knappen Stadtgrenzen von Tübingen. Sie muss natürlich jetzt erstmal alles checken, sobald da irgendein bedrohtes Tier auftaucht, in möglichen Orten kann man es vergessen und sowas, nicht? Ist alles so, aber sie prüft alle möglichen Standorte und will 10 Windräder bauen. 10 Windräder. Entschuldigung, aber Klaus, doch nicht innerhalb Tübingens, innerhalb der, also die Teilorte mit einbezogen, oder? Ja, das wäre es. Ja. Also halt zum Beispiel Frohndorf ist ein Standort, wo da irgendwo so am Waldrand oder sowas, was sehr in Frage käme. Nicht? Aber das muss halt gecheckt werden. Also Tübingen meinte ich jetzt mit Teilorten sowieso. Und unterschätzt das nicht, was 10 Windräder, ich habe das auch unterschätzt, wir waren alle ganz baff im Ortsbeirat, zum Beispiel, wo wir es beraten haben, wie viel 10 Windräder produzieren. Damit wäre also der ganze Schnattenberg, der unglaubliche Aufwand des Klinikums,
wäre gedeckt nur durch 10 Windräder. Also die sind schon so effektiv, die Dinge auch. Und wie gesagt, das ist in der Mache, aber man muss halt den Standort prüfen, aber halt alles, was die tun werden, werden sie an dem Punkt tun. Da bin ich von überzeugt. Also da ist schon was im Gange in Tübingen. So, jetzt meine Frage, die jetzt, wenn du da eine gute Antwort jetzt drauf hast, dann steigen deine Chancen auf den Friedensnobelpreis ganz erheblich. Ich sehe, dass es sehr viel Ausgegrenzte gibt in dieser Gesellschaft. Wir selbst wissen es, ich bin sozialwissenschaftlich nicht glücklich mit dem Begriff Klassismus, aber der hat sich jetzt hier eingebürgert. Aber es gibt andere, wir sind auf einer Etage mit dem Asylzentrum, die sind natürlich also von Maßnahmen, Corona hat man es gesehen, nicht? Also von den Flüchtlingsheimen hat keiner gesprochen, obwohl das die höchst Bedrohten gewesen sein dürften, ne? Neben also halt den sehr Alten. Und wie kriegt man, du weißt aber, dass viele Ausgegrenzte, du bist ja auch regelmäßiger Gast in der Vesperkirche, du weißt ja, dass viele Ausgegrenzte gar nicht mehr erreichbar sind. Aber wie kriegt man all die Ausgegrenzten, die ja häufig viele Ausgrenzungen zusammenkommen, sei es, was weiß ich, alleinerziehend, Hautfarbe und sozialer Status und, das ist ja bei den meisten kommen ja verschiedene Sachen zusammen, Krankheiten, was weiß ich. Bloß, was ist dein Gedanke? Ich verzweifle manchmal, ich verzweifle an der Gedanken, wo ich seit Jahren, wie kriegt man die Leute erreicht, kann man die zusammenbringen? Ja, was fällt dir ein? Ich weiß, die Frage ist unverschämt, weil dann hättest du die nächsten Friedensnobelpreise sicher, wenn du die Antwort wüsstest, aber ich stelle sie trotzdem mal, die Frage. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Meinst du einfach Menschen unterschiedlicher Herkunft, also sei es entweder in Deutschland, aber auch Geflüchtete und alle möglichen, die ausgegrenzt sind, dass man die mehr zusammenbringt? Verstehe ich das richtig? Ja, wie macht man das? Also es gibt natürlich immer wieder Versuche, aber so richtig fruchten tun sie ja nicht, wenn man ehrlich ist. Oder nur ganz marginal. Und ja, wie kommt man raus aus dem Dilemma? Ist einfach eine Frage, an der ich selbst verzweifle. Das ist ja natürlich auch eine Frage, die sich die Linke stellt. Und da haben wir ja auch viele Diskussionen. Ja, für wen machen wir Politik? Und wenn wir für alle Politik machen, alle, die irgendwie sozial, aber ja, vor allem natürlich sozial ausgegrenzt sind, aber wie erreichen wir selbst die überhaupt, die Menschen, ja, für die wir ja, sagen wir mal, formulieren, Politik machen zu wollen? Und wie können wir auch mit ganz unterschiedlichen Gründen, weswegen Menschen dann sozial ausgegrenzt werden oder in einer schlechten auch sozialen Situation sind, wie kann man die zusammenbringen? Man wird es wahrscheinlich nicht mit allen Bereichen schaffen, aber ich glaube, ein wichtiges Instrument, also erstens mal ist es die Wohnsituation vor Ort, also in der Stadtteilarbeit, glaube ich, mit Angeboten, wo Menschen ja auch unterschiedlicher Herkunft zusammenleben, da wo sie wohnen, finde ich, müsste es möglich sein. Wir setzen uns ja deshalb übrigens auch dafür ein, dass wir diese Sammelunterkünfte auflösen. Wir wollen ja generell eben nicht große Sammelunterkünfte, sondern, und das betrifft übrigens auch Menschen, also obdachlose, wohnungslose Menschen, ist ja auch ein großer Punkt. Warum alle in einem Wohnheim konzentrieren, wird schnell ein sozialer Brennpunkt. Viele wollen nicht hin, weil sie sich unsicher fühlen. Es gibt andere Städte, Finnland und so weiter und ich glaube Norwegen, da gibt es richtig gute Beispiele, wo obdachlose, wohnungslose Menschen mit einer Wohnung in einem Stadtteil plötzlich ganz andere Chancen hatten und sich auch anders wieder entwickeln konnten und einen Großteil Fuß gefasst hat. Also in Politik der Integration, das betrifft auch Geflüchtete, das betrifft aber auch zum Beispiel Jung und Alt, auch ältere Menschen mit kleinen Renten, die viel auf Unterstützung angewiesen sind, kann ich natürlich über ein Mehrgenerationenhaus in einem Stadtteil auch anders erreichen und zusammenbringen, ja, in den Wohnformen und so, wie ich einen Stadtteil gestalte, kann ich mehr machen, meines Erachtens. Heute bilden sich so Heime und also
Das ist oft einerseits natürlich einfacher, aber ein Anspruch muss auch da sein, mehr das Zusammenleben und sich wahrnehmen zu organisieren in den Stadtteilen. Und das Zweite ist für mich auch etwas die Kultur, dass wir mehr öffentliche Begegnung wieder organisieren müssen mit niederschwelligen Angeboten, aber wo auch die Kultur ein wichtiger Bereich ist, also kulturelle Feste und so weiter, wo vielleicht Menschen unterschiedlicher Form, also unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen und sich gegenseitig positiv erleben und nicht negativ. Aber das wären jetzt so ganz spontan ein paar Vorschläge. Das ist eine Körnerarbeit. Es bedarf aber auch guter, sagen wir mal, sowohl Unterstützung von selbstorganisierten Stadtteilorganisationen, aber auch mehr Dezentralität von Seiten der Kommunen. Ja, also man probiert es ja in Berlin zum Beispiel mit einem Kiezmanagement und so weiter, aber die haben alle immer Personalmangel. Und sowas muss dann auch eine gute Sozialarbeit, die nicht nur das Nötigste abdeckt, sondern die proaktiv Begegnung und Zusammenleben organisiert. Das muss natürlich auch finanziert werden. Und darf ich einen Satz noch? Die Wohnungspolitik, mir fällt das Beispiel Wien wieder ein, wo ja tatsächlich eine ganz andere soziale Durchmischung ist, wo genau. Der Professor und der Müllarbeiter in einem Haus wohnen oder sowas. Sowas, weil man von Anfang an sozusagen keine Sozialghettos wollte. Ne? Gut, das lässt sich aber auch erst über Jahrzehnte aufbauen, so ein System. Aber das ist trotzdem auch ein Ansatz, finde ich. Ja, aber in dem Moment, wo ich anfange, eben auch jetzt zu versuchen, wir haben ja hier auch so, sagen wir mal, gemischte Stadtteile oder was heißt gemischte Stadtteile, wir haben halt die vielen verschiedenen Viertel mit den Baugruppen und so weiter. Da finde ich, die Linke hat ja schon lange gefordert, mindestens 30% bis 50% bräuchte man auch eine Sozialquote, in Anführungszeichen, wo ganz Menschen ganz unterschiedlicher Provenienz, dann Herkunft, die Möglichkeit haben, seien es Geflüchtete, seien es Menschen mit kleinem Einkommen, von Transferleistung abhängig, wie auch immer, dass es da eine Erschwinglichkeit gibt, um man da ein Zusammenleben auch organisieren kann. Das wird sich jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren Stadtentwicklung auch entscheiden, ja, ob ich das so, die Spaltung immer größer wird oder ob ich da auch versuche, mehr zu mischen. Und dann besteht auch die Möglichkeit der direkten Begegnung im Alltag und vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung. Und dafür braucht es dann eben eine gute soziale und kulturelle Stadtarbeit, dass Menschen sich dann begegnen in einem positiven Rahmen. Und zum Beispiel bei der Pandemie gab es ja das auch schon, dass Nachbarschaftshilfen ausgebaut wurden fürs Einkaufen. Ja, und wenn dann zum Beispiel auch mal eine Flüchtlingsfamilie für einen Rentner mit einem kleinen Rente einkauft und so weiter, dann erleben sich die Menschen ja auch im positiven Sinne. Und das ist wichtig. Positive Begegnung ermöglichen. Ja, das halte ich für mit das Wichtigste. Da kann die Linke auch mehr tun, finde ich, mehr Angebote. Wir machen ja immer auch ein Sommerfest, wir werden jetzt auch jetzt wieder festmachen und so, aber wir erreichen da natürlich auch nicht nur einen Mini-Prozentsatz, diejenigen, die wir eigentlich erreichen wollen. Da müssen wir uns auch noch mehr einfallen lassen. Vielleicht ist es fast so was wie ein gutes Schlusswort. Ja. Ich wollte zumindest kurz darauf hinweisen, es ist 19.03 Uhr. Und ich muss ziemlich schnell los. Genau, und ich habe gerade in den Chat schon reingeschrieben, um 20 Uhr ist die nächste Podiumsdiskussion mit den üblichen Verdächtigen, die wir hier schon hatten und die wir hier auch noch haben. Morgen um 17 Uhr besteht die Chance, hier auch wieder Annette Wiedmann-Mautz von der CDU zu befragen. Und nächste Woche haben wir noch den Martin Rosemann und alle anderen hatten wir schon hier. Und nachher sehen wir alle nochmal konzentriert um 20 Uhr in der Eberhardsgemeinde oder im Internet. Ich war gerade auf eberhardsgemeinde.de, um dort irgendwie einen Link zu suchen. Ich habe keinen gefunden. Hoffentlich ändert sich das noch in den nächsten 55 Minuten. Jedenfalls habe ich aber schon gefunden, es gibt dort irgendwo versteckt den YouTube-Account von der Eberhardsgemeinde und es ist anzunehmen, dass es dann auch dort gestreamt wird. Genau. Also ich behalte die Seite der Eberhardsgemeinde im Blick und bleibe ansonsten zu Hause, denn ich bin immer noch so ein bisschen erkältet und hoffe, dass es bis morgen ausgestanden ist. Aber das wollten wir jetzt heute hier nicht verlegen. Es ist auch in Präsenz möglich. Genau, das meine ich. Das ist in Präsenz möglich, nicht wenn man krank ist, aber sonst schon. Nein. Und online ist es aber vor allem hoffentlich auch möglich unter eberhardsgemeinde.de. Den Link habe ich in den Chat gepostet.
Und genau, jetzt, ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest, Klaus, aber wenn dann ganz kurz, weil wir müssen dann jetzt, oder ach, Tanja war das. Tanja, aber dann bitte schnell, ja. Moment, ich schalte dein Audio ein. So, Tanja, bist du zu hören? Sprich. Bin ich zu hören? Ja, sprich. Ja, ich wollte nur Tschüss und vielen Dank in die Runde sagen und ganz herzlichen Dank dir, lieber Fabian, dass du das alles so toll organisiert und gecheckt und technisch gemacht hast. Ohne dich wäre das gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank, Frau Hensel. Vielen Dank, Karl Ulrich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Heike Hensel. Und wir sehen Sie nachher um 20 Uhr. Ja, ich bedanke mich auch für die interessanten Fragen. Und vielleicht ist es ja auch möglich, dass ich mal zum Frühstück in Präsenz komme. Sehr gerne. Ist ja toll. Ist ja toll. Mittwoch. Weil das Frühstück im Tat ist, hat mir immer sehr gut gefallen. Mittwochs von 10 bis 12. Ah, okay. Ja, wenn das möglich ist, stiefel ich mal vorbei. Das kündigen wir dann vielleicht vorher an. Dann machen wir dann offiziell. Ja, genau. Also nicht so falschmäßig, aber das können wir ja nochmal ausmachen. Einfach so, ja. um so individuell private Gespräche ein bisschen zu führen. Das wäre nett. Ja, wäre super. Ich bedanke mich für das Interesse, für die Einladung, für die Organisation, Herr Everding. Und ja, alles Gute für Sie auch, Herr Gscheidle. Ja, danke. Das ist das Beste. Also der Herr Gscheidle muss unbedingt auch mal mit nach Berlin. Na, den nehmen wir mit, sicher. Das ist der beste schwäbische Nachname. Ja. Wir freuen uns auf die Zeit nach Corona, weil dann fahren wir in den Landtag und nach Berlin. Genau. Alles klar. Okay. Alles dann Gute. Bis bald, gell? Und tschüss. Bis in einer weniger als einer Stunde online. Ciao. Ciao.